Das Buch vom Drachenblut. Haben wir das schon gelesen? Das Buch vom Drachenblut von Prior Emelene Madrine Orden des Talos. Bei Non-Priorei, Jahr 360 der dritten Ära, 21. Jahr der Herrschaft seiner Majestät Pelagius der Vierte. Viele Menschen haben den Begriff Drachenblut gehört. Wir werden schließlich von den drachengeborenen Kaisern regiert. Doch die wahre Bedeutung des Begriffes wird nicht überall verstanden. Uns vom Orden des Talos liegt das Thema sehr am Herzen und in diesem Buch will ich versuchen, die Geschichte und Bedeutung derer zu beleuchten, die im Laufe der Zeiten als Drachenblut bezeichnet wurden. Die meisten Gelehrten sind sich einig, dass der Begriff zum ersten Mal in Verbindung mit dem Pakt von Akatosh verwendet wurde, als der Gesegneten Sankt Alesia das Amulett der Könige überreicht und die Drachenfeuer im Tempel des Einen zum ersten Mal entzündet wurden. Akatosh, der voller Mitleid auf das Elend der Menschen sah, nahm kostbares Blut aus seinem eigenen Herzen und segnete Sankt Alesia mit diesem Blut der Drachen und schloss einen Pakt. Solange Alesias Generation dem Drachenblut treu bleiben würden, würde Akatosh dafür sorgen, dass die Tore ins Reich des Vergessens versiegelt bleiben und ihren Feinden, den Daedra, Liebhabern der Ai-Leiden, der Zugriff auf die Armeen der Daedra und Untoten versagt sein würde. Wer von Akatosh mit dem Drachenblut gesegnet war, wurde einfach Drachenblut genannt. Schau's gleich nochmal vorbei, alle Glasonblümchen. So bestand die Verbindung zu den Herrschern des Kaiserreichs von Anfang an. Nur ein Drachenblut konnte das Amulett der Könige tragen und die Drachenfeuer entzünden. Alle rechtmäßigen Herrscher des Kaiserreichs waren Drachengeborene. Die Kaiser und Kaiserin des von Alesia gegründeten ersten Cyrodiilischen Kaiserreichs, Rehman Cyrodiil und seine Erben und natürlich Tiber Septim und seine Erben, die bis hinunter zu unserem derzeitigen Kaiser, seine Majestät Pelagius Septim den Vierten. Doch wegen dieses Bezugs auf die Kaiser geriet die andere Bedeutung des Drachenbluts aus dem Blickfeld und zum großen Teil in Vergessenheit, außer bei den Gelehrten und jenen von uns, die sich dem Dienst am gesegneten Talos verschrieben haben, der einen einst Tiber Septim gewesen ist. Nur wenigen ist klar, dass es nicht bloß eine Sache der Vererbung ist, ein Drachenblut zu sein. Da es sich um den Segen von Akatosh selbst handelt, ist es für uns nicht fassbar, wie und warum genau er gewährt wurde. Jene, die Kaiser werden und die Drachenfeuer entzünden, sind ganz gewiss Drachengeborene. Der Beweis liegt im Tragen des Amuletts und im Entzünden der Feuer. Doch waren sie von Anfang an ein Drachenblut und aus diesem Grund in der Lage, diese Dinge zu tun? Oder waren ihre Handlungen vielmehr das Zeichen dafür, dass Akatosh ihnen seinen Segen gewährte? Wir können nur sagen, dass es beides ist und keines von beiden. Ein göttliches Geheimnis. Die Linie der Septim waren natürlich alles Drachengeborene. Und das ist einer der Gründe, weshalb die vereinfachende Vorstellung, diese Eigenschaft werde vererbt, sich so verbreitet hat. Aber wir wissen mit Sicherheit, dass die frühen cyrodiilischen Herrscher nicht alle miteinander verwandt waren. Es gibt auch keinen Nachweis dafür, dass Rehman Cyrodiil von Alesia abstammte. Auch wenn es viele Legenden gibt, die dies behaupten. Die meisten von ihnen stammen aus der Zeit Rehmans und sind vermutlich Versuche, seine Herrschaft zu legitimieren. Wir wissen, dass die Klingen, die für gewöhnlich als Leibwache des Kaisers gelten, von den Akaviri-Kreuzrittern abstammen, die Tamriel in der späten ersten Ära aus undurchsichtigen Gründen überfielen. Sie scheinen nach einem Drachenblut gesucht zu haben. Das bestätigen auch die Ereignisse am Fahlen Pass. Und die Akaviri waren die ersten, die Rehman Cyrodiil zum Drachenblut erklärten. Tatsächlich waren es die Akaviri, die am meisten dazu beitrugen, sein Ansehen als Kaiser zu fördern, obwohl Rehman selbst diesen Titel zu Lebzeiten niemals in Anspruch nahm. Und natürlich gibt es keine bekannte erbliche Verbindung
zwischen Tiber Septim und einem der früheren drachengeborenen Herrscher von Tamriel. Ungeklärt ist auch, ob es jeweils mehr als ein Drachenblut gleichzeitig geben kann. Die Kaiser haben getan, was sie konnten, um gegen diese Vorstellung anzugehen, aber die kaiserliche Nachfolge selbst bedeutet natürlich, dass es zumindest zwei oder mehr potenzielle Drachengeborene zu jeder Zeit gibt. Den jeweiligen Herrscher und seinen bzw. seine Erben. Auch die Geschichte der Klingen lässt darauf schließen. Obwohl von ihren Aktivitäten während des Interregnums zwischen Remans Kaiserreich und dem Aufstieg von Tiber Septim wenig bekannt ist, glauben viele, dass die Klingen in dieser Zeit weiterhin diejenigen suchten und bewachten, von denen sie glaubten, dass sie ein Drachenblut seien oder sein könnten. Schließlich kommen wir zu der Frage, was es tatsächlich bedeutet, ein Drachenblut zu sein. Die Verbindung zu den Drachen ist so offensichtlich, dass sie beinahe in Vergessenheit geraten ist. Heute, da Drachen nur noch eine ferne Erinnerung sind, habe ich gemerkt, vergessen wir, dass in den frühen Tagen Drachenblut bedeutete, das Blut der Drachen in sich zu tragen. Manche Gelehrte glauben, dass das ganz wörtlich gemeint war, obwohl die genaue Bedeutung nicht bekannt ist. Die Nord erzählen Geschichten von Drachenbluthelden, die große Drachentöter waren und es vermochten, den getöteten Drachen ihre Macht zu stehlen. Tatsächlich ist es wohl bekannt, dass die Akaviri während ihrer Invasion viele Drachen jagten und töteten. Und es gibt einige Hinweise darauf, dass dies noch andauerte, nachdem sie zu Reman Sirodiils Drachenwache wurden. Erneut eine die Verbindung zu den Drachen. Den direkten Vorgängern der Klingen von heute. Ich schließe mit dem, was als die Prophezeiung des Drachenbluts bezeichnet wird. Es wird oft behauptet, dass sie auf eine Schriftrolle der Alten zurückgeht, gelegentlich wird sie aber auch auf die alten Akaviri zurückgeführt. Viele haben versucht, sie zu deuten, und manche glaubten auch, dass seine Vorzeichen bereits erfüllt seien und die Ankunft des letzten Drachenbluts unmittelbar bevorstehe. Ich erhebe nicht den Anspruch, Prophezeiungen auslegen zu können, aber diese scheint mir in der Tat darauf hinzudeuten. Dass die wahre Bedeutung von Akathoshs Geschenk an die Sterblichen noch nicht in vollem Umfang verstanden worden ist. Wenn Tumult seinen Platz in den acht Winkeln der Welt einnimmt, wenn der Messingturm wandert und die Zeit neu geformt wird, wenn die dreifach Gesegneten scheitern und der rote Turm erzittert, wenn der Drachenblutherrscher seinen Thron verliert und der weiße Turm fällt, wenn der Schneesturm darin niederliegt, zerstört, königlos, blutend, dann erwacht der Weltenfresser und das Rad dreht sich auf das letzte Drachenblut. Ja, kennen wir schon. Ah, ich wollte wieder hinlegen. Mama, gibt's hier eigentlich was? Scheile! Was ist denn? Künesheim liegt in diese Richtung. Wir können zusammenreisen oder uns trennen und dort treffen. Ganz wie ihr wollt. Schnu! Wir reisen mal mit ihr, oder? Warte mal. Okay, ne, aber glaub, dahinter. Braucht ihr etwas? In welche Richtung gehen wir? Künesheim. Dort in der Nähe befindet sich ein altes Drachengrab. Wenn wir dorthin gelangen können, bevor es geschieht, finden wir vielleicht heraus, wie es aufzuhalten ist. Woher wisst ihr, wohin der Drache zurückkehren wird? Der Drachenstein war eine Karte alter Drachengräber. Ich habe mir angesehen, welche jetzt leer sind. Das Muster ist recht eindeutig. Es scheint sich von Südosten her auszubreiten, angefangen beim Jiraigebirge in der Nähe von Rifton. Das bei Künesheim ist das nächste, wenn das Muster stimmt. Warum ist es so wichtig, dass ich ein Drachenblut bin?
Die Drachen kehren zurück und ihr seid ein geborener Drachentöter. Mehr müsst ihr im Moment nicht wissen. Wer sind die Talmor? Die Fraktion, die den Altmeri-Bund beherrscht. Die, die während des großen Krieges vor 30 Jahren beinahe das Kaiserreich zerstört hätten. Es gibt keinen größeren Feind der Menschheit in Tamriel. Das Kaiserreich hat den letzten Krieg kaum überlebt. Die Talmor haben nicht vor, den nächsten zu verlieren. Weshalb jagen sie euch? Wir haben sie in der Vergangenheit verletzt. Und sie sind nachtragend. Okay. Gehen wir. Ah, wo geht's hin? Lasst der Hotte Hüder mal stehen. Merkt euch mal bitte, wo ich mein Gaul hingestellt habe, okay? Ich bin ja mal gespannt, ob sie das überlebt. Nimm mal mit. Denk daran, wir suchen keinen Ärger. Wir müssen so schnell wie möglich nach Kündesheim gelangen. Ja, ich mach doch gar nichts. Ach ja, komm, ja du Mädel, du, schau mal. Das geht hier so schnell, viel schneller. Vielleicht verlieren wir beide unser Leben. Aber wenigstens komme ich so aus Flusswald heraus. Ich glaube, ich bin für das ruhige Leben einfach nicht gemacht. Na denn? Warum machst du es dann? Die ist voll unhöflich, die antwortet mir nie. In einem schwarzen Fotoalbum mit einem silbernen Knopf bewahre ich alle diese Bilder im Kopf. Ich weiß noch damals, als ich jung und wild war im Block. Zip. Ich habe keine Fotoalben. Ich warne euch, Bürger. Ihr mischt euch in Hand. Aber was labern die denn da für eine Scheiße? Ich tue doch gar nichts. So, wir müssen jetzt hier rechts. Oh. Schlimmste Pflücke. Da war noch was. Komm, Lydia. Abends um 10. Ich kann etwas Übung gebrauchen. Na denn. Okay, die macht das schon. Ich bezweifle, dass die Talmor schon von euch gehört haben. Also dürften wir zumindest vor ihnen sicher sein. Ey, ho, 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 ho. Immer? Beile nehmen wir und die kann spalten. Warte mal. Was will der denn hier? Ja. Ja. Au, Alter. Ich hab nur gespeichert. Nur kurz da, streamst du morgen? Ja, ich stream morgen. Wenn du mal, ich glaube, ich habe hier mittlerweile, genau, wenn du mal da drauf guckst, da findest du den Streamplan. Also einen Streamingkalender. Da findest du auch, da trage ich auch ein, wann ich streame, was ich streame. So, also nochmal hier. Wir merken uns, ich wollte nur die Fackel, ey. Hey, bis morgen. Und dir noch einen schönen Abend. So, machen wir das Ganze nochmal.
Und wenn wir an der Brücke sind, speichern wir vorher. Dann wir werden versuchen. So, den nehmen wir mit. Was los? Wenn meine Berechnungen stimmen, dann wird der Drache, der in der Nähe von Künesheim begraben ist, als nächster ins Leben zurückkehren. Die Fraktion, so, die den Altmiribund beherrscht. Es gibt keinen größeren Feind der Menschheit in Tam. Wir haben sie in der Vergangenheit verletzt. So, ich mach die mal alle nochmal. Dort, die Drachen kehren zurück und der Drachen. Es scheint sich von Südosten her auszubreiten. Angefangen beim Giralgebirge in der Nähe von Rifthorn. Das bei Künesheim ist das nächste. Denn das müsste stimmen. So, wir kürzen hier ab und hier ab. Sag mal. Na schön. Gebt mir eure Wertsachen, sonst nehme ich euch aus wie einen Fisch. Ja, lalalalala, geht sofort. Netter Versuch, aber mir jagt ihr keine Angst ein. Ich werde euch nicht noch einmal fragen. Dafür habe ich keine Geht Zeit. Geht nicht fort. Ich muss mal ganz kurz. Aber habe ich denn noch Flammen? Da, die sind ausgerüstet. So, komischer Dieb bist du. Amethyst, Dietrich, Gold, Elfenrüstung. Ist was wert. Elfenhandschuhe. Ey, ich habe nur einmal gedrückt. Komm, nehmen wir Oma mit. Vielen Dank, dass du geholfen hast. Jose, wie heißt du nochmal? Delfin, Entschuldigung. Delfin, die können auch ins Wasser. Wohin war der gerade aber nicht da? Vielleicht verlieren wir beide unser Leben. Aber wenigstens komme ich so aus Flusswald heraus. Ich glaube, ich bin für das ruhige Leben einfach nicht gemacht. So ist richtig. Immer positiv denken. Lalalalalala. Was haben wir denn da eigentlich gerade für einen Schrei drin? Okay. So, wenn wir über Brücke drüber sind. Speichern. Sie macht das. Ich kann es. Wir sollten in Bewegung bleiben. Erstmal speichern. Pass auf! Ey, die waren aber noch nicht da! Hey! Alter, wieso haut der immer auf mich drauf? Zwergenschwert, Dietriche, Gold, Notiz der Assassinen, Notiz des Assassinen der dunklen Bruderschaft. So. Rubin, Stahlpfeil. Wie befohlen, sollte der Tigerle um jeden Preis umbringen. Das schwarze Sakrament wurde vollzogen. Jemand möchte diese arme Person tot sehen. Wir haben bereits eine Bezahlung. Selber wieder. Okay. Das kennen wir schon.
Ey, wo ist hier jetzt der Typ mit Fackel? So einen Scheiß. Ich krieg keine Fackel. Ich krieg nur Blümchen. Aber ich finde halt cool, dass die halt echt da so jetzt dahin laufen, ne? Haltet die Augen offen. Pass auf, Wölfe. Ich sehe niemanden mehr. Musst du deine Batzel aufmachen? Und vor allem nicht, dass wir das gute Fell verschwenden und vergeuden. Na, Delfin, wo bist du? Da? Tisch. Oh, egal, wo das andere ist. Wie die halt immer... Oh, Tundra-Baumwolle. Ganz wichtig. Die hält alles ab. Lavendel. Ey, das Ding da drüben kenne ich, wenn das jetzt wieder voll ist. Ich erinnere mich noch, ja, da sind wieder welche. Ihr habt euch eine schlechte Zeit zum Verlaufen ausgesucht. Ja! Das war schon alles? Mehr habt ihr nicht drauf? Wow, 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 wow. Zauberdränge. Alter. Streitkolben kannst du behalten. Dein Bier nehme ich, dein Gold nehme ich. Den nehmen wir auch. Oh, die sehe ich schon kommen. So, darum, ich habe vergessen, die Tür wieder zuzumachen. Bin ich aber gespannt. Distel. Oh, halt Pilze. Ich bezweifle, dass die Talmor schon von euch gehört haben. Also dürften wir zumindest vor ihnen sicher sein. Na, hoffen wir's. Aber so mit den ganzen Assassinen und so, weiß ich nicht. Dann so richtig ist. Oh, 11 Uhr abends. In Bewegung bleiben. Ja, dann renn doch mal. Ich bin ja schneller als du. Was macht denn der Kelly eigentlich? Ah, oh, zocken du das schon mal nicht. Kelly, warum spielst du nicht? Oh, wo bleibt denn die wieder hier?
Wieder Bauzeit. Oh, da bist du Blumenpflücke hier. Oh, ein Blümchen. Ach, der Schwarzbock. Mal wieder speichern. Denk daran, wir suchen keinen Ärger. Wir müssen so schnell wie möglich nach Kindesheim gelangen. Ich warne euch, Bürger. Ihr mischt euch. Oh, nerv nicht. Und noch ein Gossbock. Ja, noch ein Gossbock. Ist ja so still hier. War keine Unterhaltung. Okay, sie sagt mal was ohne Stimme. Spiel kaputt. Wo rennen die hin? Ah, okay. Das kühne Sein. Glaubt er sich kaputt? Es gibt ein Gasthaus in Kühnesheim, das Düsterwald. Dort soll ein Wohlschmerz für die ausgeschenkt werden. Kommt selbstverständlich nicht an den schlafenden Riesen heran. Ah! Hatte so wieder Heile. Was ist los? Oh, Drecken buddelt wieder Liedtexte aus, eh? Hört sich zumindest ziemlich danach an. Oh. Ich bin zu langsam. Nehmen wir mit. Drachenbaum. Und speichern. Sag mal, wie weit ist denn das noch hier? Kühnesheim. Windhelm. Ne, das war ja Rüben Einsamkeit. Windhelm. Okay. Da könnten wir ja dann nachher mal da hochgehen, oder? Ich hoffe, ihr seid ein Drachenblut, wirklich. Aber das werden wir bald genug herausfinden. Na dann, rennen wir vor. Ich bin froh, dass ihr bereit wart, mir zu vertrauen. Ich weiß, dass es wahrscheinlich nicht die beste Art war, mich vorzustellen. Aber alte Gewohnheiten. Ihr wisst schon. Ja, das Spiel steht. Ich glaube, wir haben gerade gespeichert, ne?